europäische Adel des 17. Jahrhunderts war begeistert von den verschiedensten Uhrmechanismen und von den Uhren, die zum Beispiel auch in Augsburg entstanden sind. Auch Fürst Paul I. Esterhazy hat viele Uhrenuhrwerke aus dieser Region bezogen und angekauft und viele Schränke damit gefüllt. Und ein herausragendes und sehr faszinierendes Stück ist die sogenannte Nachtlichtuhr aus Friedberg. Und man hat bei dieser Uhr verschiedenste Funktionen wieder vereint. Zum einen konnte man in die Uhr hineinstellen ein Licht, ein Öllämpchen. Und dieses hat dann die ausgeschnittenen Ziffern hinterleuchtet. Und so konnte man auch in der Nacht im Dunkeln die Uhrzeit ablesen. Dieses Stück ist allerdings auch eine sogenannte Laterna Magica, wenn man will, ein Diaprojektor, ein Beamer, ein historischer. Und es war oder ist in dieser Uhr eine Linse eingebaut, durch die dann das zu projizierende Bild an die Wand geworfen wurde. Erhalten haben sich dann auch zu dieser Uhr gehörend Projektionsbilder. Darunter zum Beispiel jenes von Kaiser Leopold I. und einer seiner Gattinnen. Und ja, die Verbindung des Kaiserhauses zur Familie Esterhazy ist ja auch bekannt. Kaiser Leopold I. war im Grunde auch eine Art Vorbild für Fürst Paul Esterhazy. Er hat also ihm auch nachgeeifert, was die musischen Talente betraf. Und seine Schatzkammer war natürlich auch von der Bestückung her beeinflusst von den kaiserlichen Sammlungen.